Hi, ich bin Felix Hecklau. Ich bin in Halle geboren. Ich wohne seit 36 Jahren hier. Ich bin Musiker, Musikjournalist und Podcaster. Und auf diesem Telefon hier stehen jede Menge miese Posts über meine Heimatstadt. Das will ich mir jetzt mal angucken. Freundi45 schreibt, die Frauen in Halle sind alles Moppel. Wenn die ein Kleid anhaben, denkt man immer, der Zirkus ist in der Stadt. Pass mal auf, Freundi45. Bodyshaming ist richtig scheiße. Und ich kenne hier in Halle jede Menge Frauen in allen Farben und Formen und ich finde die eigentlich alle in Ordnung. Spelex1989 schreibt, Halle ist echt zum Kotzen. Ist mit Doppel-S übrigens. Ich bin seit Montag in der Stadt und verlaufe mich hier seitdem. Alle Straßen sehen hier gleich kacke aus. Can someone help me? Yes, I can. Kauf dir verdammt nochmal einen Stadtplan oder so eine App für dein Handy und dann läuft's. Und wir haben schöne Straßen, wir haben Kopfsteinpflaster, wir haben es auch in glatt, ja? Wir haben manchmal Bäume stehen, wir haben auch Häuser manchmal nebendran. Du wirst es schaffen, wirklich. Guck dich mal um, alles wird super. Callowman schreibt, in Halle sind die Jungs alles Würste. Die denken, ihre Körper sind voll die Macheten. Wird dem gerne meine fette Anabolika-Kur verpassen. Callowman, lass mal stecken. Ich brauch's nicht, ich bin gerne Wurst, ist kein Problem. Kannst mich auch Lappen nennen oder nenn mich Lauch, ist alles völlig in Ordnung. Ich glaube, so ein Alpha-Männchen-Scheiß brauchen wir einfach nicht. Chakamak schreibt, hab mich immer gefragt, warum die Leute in Halle sich so ähnlich sehen. Jetzt habe ich es endlich gerallt, die rammeln da nur intern rum und dabei kommen diese fiepsenden Frisurenfehler auf die Welt. Chakamak, ich habe eine wichtige Botschaft für dich. Haarschnitte sind nicht erblich. Du kannst zu diesen Friseuren gehen und du kannst dir endlich deine Matte schneiden lassen. Wie wär's damit? Ach so, und zu dem Intern kann ich nur sagen, wir haben ja 240.000 Einwohner und die meisten Leute, die ich kenne, haben eine andere Mutti. Der Juristenesser schreibt, Halle, ungeniert, todsaniert. Wer Einwände hat, möge jetzt sprechen oder für immer schweigen. Einwand. Dr. Snuggles schreibt, Hilfe, ich habe meine Muschi verloren und befürchte, sie ist nach Halle entlaufen. Sie ist hübsch und wenn man sie streichelt, schnurrt sie. Für sachdienliche Hinweise kontaktieren Sie bitte die Polizei. Grüße aus der Pfalz. Dr. Snuggles, ich werde mich umgucken nach deiner Muschi. Wenn ich deine Muschi gefunden habe, dann werde ich sie streicheln und sie dir persönlich zurückbringen. Grüße zurück in die Pfalz aus Halle. Crimson Bimsen schreibt, in Halle sind die doch alle drauf wie Mahatma Gandalf. Voll die Weltverbesserer mit ihrem Veggie-Lifestyle. Die essen da doch alle nur Blumen und furzen Glücksklee. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass wir in Halle auch ein paar Alternativen zum Fleisch haben. Ich esse Blumen, dann Tiere tun mir leid. Und die Fäkalien tun dann auch nicht mehr so stinken. Und wie ihr seht, sind wir in Sachen Peace Food in Halle ganz weit vorne. Ich sag's durch die Blume, ich bin Felix Hecklau. Und wenn ihr noch mehr gute Gründe wissen wollt, warum Halle eigentlich eine echt coole Stadt ist, dann abonniert doch einfach den Kanal hier. Irgendwo hier an der Seite. Ihr schafft das. I love you like la 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 la.